schon mal einen Bund eingegangen? Nun, ich glaube, wenn du verheiratet bist, dann auf jeden Fall. Wenn du ein Versprechen gemacht hast mit jemand und der andere auch mit dir ein Versprechen gemacht, das ist auch in gewisser Hinsicht ein Bund. Und wir wissen von der Schrift her, dass es da, ich glaube, 7 Bünde gibt, von denen die Bibel spricht, von verschiedenen, also 4 davon hat Gott mit der Nation Israel gemacht. Also der Abrahamsbund, Palästinas, Mosaischer und Davidsbund, also die 4. Und sie sind in der Regel bedingungslos. Das bedeutet, Gott erfüllt unabhängig von Israels Gehorsam oder Ungehorsam immer noch diese Bündnisse mit Israel. Eines der Bündnisse, der Mosaische Bund, bringt jedoch eine Bedingung mit sich. Dieser Bund bringt entweder Segen oder Fluch, abhängig natürlich von Gehorsam oder Ungehorsam des Volkes von Israel. 3 der anderen Bündnisse, also Adams, Noahs und der neue Bund, bestehen eigentlich zwischen Gott und der Menschheit im Allgemeinen und sind nicht allein auf die Nation Israel beschränkt. Zum Beispiel im heutigen Bund, der als Losungstext vorgestellt wird, Noahs Bund war ein bedingungsloser Bund zwischen Gott und Noah, im Besonderen und der Menschheit im Allgemeinen. Nach der Sintflut versprach Gott der Menschheit, dass er nie mehr alles Leben auf der Erde durch eine Flut zerstören würde. Also 1. Mose 9. Gott machte den Regenbogen zum Zeichen dieses Bundes. Ein Versprechen, dass die gesamte Erde nie mehr vollständig überflutet sein wird. Und eine Erinnerung, dass Gott Sünde verurteilen kann und wird, wie wir dann sehr ausführlich in 2. Petrus 5 lesen können. Ja, der heutige Text, da heißt es, Gott sprach zu Noah, siehe, ich richte mit euch einen Bund auf und mit euren Nachkommen und mit allem lebendigen Getier, dass hinfort keine Sintflut mehr kommen soll, die die Erde verderbe. 1. Mose, Kapitel 9, wie schon gesagt, Vers 9 und 10 und auch 11. Also, hier merken wir, dass Ungehorsam, Gottlosigkeit unwahrscheinliche Konsequenzen haben kann. Und in dem Fall von Noah war die Bosheit und Sündhaftigkeit der Menschheit schon so unerträglich geworden, dass der Herr einfach in dieser Weise eingreifen musste und es auch getan hat. Und die Folgen waren natürlich die Auslöschung der Menschheit bis auf eine Handvoll, nämlich Noah und seine Familie. Aber Gott hat dann wieder einen Neuanfang gemacht. Und wir sind letzten Endes auch in dieser Linie, in dieser Nachfolgelinie dieses Neuanfangs. Und viele Menschen haben seither auch wirklich angefangen, Gott zu vertrauen. Vor allem hat dann durch den ganz neuen Bund, den wir heute hier nicht behandeln, der neue Bund, der schon bei Jeremia angedeutet wurde, aber dann durch Jesus Christus wirklich in Erfüllung gegangen ist für die gesamte Menschheit,
dieser neue Bund hat alles verändert. Und darum können wir froh und dankbar sein, dass wir davon wissen, aber nicht nur davon wissen, sondern dass wir das auch in und durch unser Leben erfahren haben. Wenn du das noch nicht erfahren hast, dass Gott dich liebt und dich begnadigt hat und dich in dieses neue Verhältnis, in dieses neue Bündnis hineingestellt hat, wenn du das noch nicht erlebt hast, dann kann ich dich nur ermutigen und einladen, zu Jesus zu kommen. Denn er sagt ja an einer Stelle, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Und wer zu Jesus kommt, der macht eine Erfahrung, die mit nichts und niemand zu vergleichen ist. Er bekommt Vergebung, er bekommt ein neues, ewiges Leben und hat eine lebendige Hoffnung. Ja, im Lehrtext heißt es, weicht nicht von der Hoffnung des Evangeliums, das ihr gehört habt und das gepredigt ist allen Geschöpfen unter dem Himmel. Wo stehen diese kostbaren Worte? Im Brief an die Kolosser, die der Apostel Paulus geschrieben hat, im 1. Kapitel, Vers 23. Also diejenigen, die schon diese Hoffnung erlebt haben, sollen nicht davon weichen. Sie sollen einfach das, was ihnen gepredigt worden ist, daran festhalten. Denn darin liegt ja eigentlich die Hoffnung, die jeder Mensch braucht. Die Hoffnung des Evangeliums. Und was ist diese Hoffnung? Ja, die ist Jesus selbst, der auferstanden ist und der wiederkommt. Und das wird den allen Menschen gepredigt werden. Diesen Auftrag hat er ja zuletzt auch an seinen Jüngern gegeben, das Evangelium zu predigen. Und wenn wir wirklich erkennen und erkannt haben, wie gewaltig und wie groß das ist, dann kann uns nichts mehr zurückhalten. Wenn uns das aber nichts bedeutet, wenn uns das nichts wert ist, dann muss ich mich fragen, ja, haben wir dann wirklich begriffen, worum es da geht? Wie groß diese Botschaft ist und wie herrlich der Herr Jesus ist? Haben wir das begriffen? Wenn ja, dann müssen wir und können ja eigentlich gar nicht anders, wie die Jünger auch gesagt haben, nachdem ihnen verboten wurde, von Jesus zu reden, dann sagten sie, wir können es ja nicht lassen. Warum konnten sie es nicht lassen? Weil sie wirklich den Herrn Jesus erkannt und erlebt hatten als den Auferstandenen. Also lasst uns auch heute von Jesus erzählen, weitergeben und ein Segen sein, zu dem er uns ja auch berufen und gesetzt hat.